Der Wano Kuni-Arc fängt langsam an, etwas an Fahrt aufzunehmen. Doch wie wir wissen, wird der Wano Kuni-Arc noch mehrere Jahre gehen, wie jeder andere große Arc auch. Oda hatte in einem Interview gesagt, dass der Wano Kuni-Arc den Marineford Arc lächerlich aussehen lassen wird. Also können wir uns auf epische Kämpfe einstellen. Möglicherweise wieder so eine riesen Massenschlacht wie auf Marineford oder sogar noch größeren Ausmaßes. Heute möchte ich mal darüber sprechen, was alles in Wano Kuni noch so passieren könnte, was uns noch so erwartet und worauf wir uns freuen können. Also, los geht's! Zwei Charaktere, über die wir noch viel mehr erfahren werden, sind Toki und Oden Kutsuki. Man hat schon ein paar Infos bekommen, aber sie noch nicht mal wirklich gesehen. Und ich denke nicht, dass Wano Kuni enden wird, ohne dass wir sie sehen werden. Bei Toki werden wir sicherlich noch erfahren, aus welcher Zeit sie wirklich stammte, ob sie möglicherweise aus dem Void Century kommt oder aus irgendeiner anderen Hippie-Zeit und weshalb sie überhaupt in die Zukunft reiste. Bei Oden werden wir erfahren, wie stark er tatsächlich war und möglicherweise ein paar Ausschnitte oder Erzählungen aus seiner Zeit bei Gold Roger. Dies könnte als Flashback seitens Inuarashi oder Nekomamushi passieren. Vielleicht auch etwas aus seiner Zeit bei der Whitebeard-Bande. Und hier werden wir dann erfahren, ob Blackbeard vor über 20 Jahren schon bei Whitebeard in der Bande war oder nicht. In Verbindung mit Oden könnten wir vielleicht mehr über die Geschichte der Kutsuki-Familie lernen oder aber auch, wie Roleponoglyphe hergestellt wurden. Oder mehr über das Void Century. Wir werden vielleicht auch neue Infos aus Kaidos Roleponoglyph bekommen und sind so dem One Piece wieder ein Stückchen näher. Außerdem fehlt uns immer noch die Identität und der Aufenthalt des letzten Retainers und Momonosuke Schwester Hiyori. Wo sind sie und wer sind sie? Ist Hiyori vielleicht ein Charakter, den wir schon kennen? Und hier möchte ich direkt wieder an Tashigi anschließen, da ich immer noch denke, Hiyori ist Tashigi. Aber selbst wenn nicht, könnte Tashigi dennoch gut in Wano Kuni auftauchen. Immerhin überschneiden sich Ruffys und Smokers Bewegungen öfters übereinander. Und zudem steht Tashigi auf Schwerter und ist eine starke Schwertkämpferin. Wäre schade, wenn diese in einem Samurai-Arc nicht auftritt. Natürlich werden wir aber auch über die Gegenseite mehr erfahren und hier ganz klar die Beast-Piratenbande von Kaido. Wie ist diese aufgebaut, wie viele Mitglieder hat diese, wie hoch sind die verschiedenen Kopfgelder? Gerade über die drei Desaster werden wir viel mehr erfahren. Jack kennen wir ja schon, aber uns fehlen noch immer zwei. Wer sind sie und wie stark sind sie? Aber natürlich auch Kaido interessiert uns. Gerade in den letzten Kapiteln haben wir schon etwas mehr über seine Fähigkeiten erfahren, sind aber sicherlich noch weit weg von dem, was er tatsächlich kann. Ist er ein Oni mit einer Drachenfrucht? Ist er ein Drache mit einer Onifrucht? Gibt es die Onis überhaupt als Rasse? Oder gehört Kaido zu Ors Rasse? Hat er eine Smile oder eine richtige Teufelsfrucht? Natürlich interessiert uns auch seine Verbindung mit Pip Mom und ob er damals bei den Rocks Piraten war. Und die geradeste Frage überhaupt wird geklärt. Wieso ist Kaido so unbesiegbar bzw. unsterblich oder wie man es jetzt auch genau titulieren will? Eine nette Side-Story, auf die ich mich sogar freue, ist Kinemon und Ozuru. Wieso versteckt sich Kinemon vor ihr und wieso hat sie sich keinen anderen Mann ausgesucht? Das wird die kleine Wano Kuni Love Story. Auch mit Otama haben wir einen Charakter, der sicherlich noch in Wano Kuni eine Rolle spielen wird. Viele spekulieren, vielleicht ist sie Hiyori, die in eine andere Zukunft geschickt wurde. Wird sie irgendwann Momonosukes Frau? Und kann ihre Teufelsfrucht vielleicht auch einen Drachen Kaido zähmen? Zudem gibt es ja in der japanischen Folklore die Geschichte über Ryujin, dem Drachengott, und Tama Tori, der Perlentaucherin. Welche von Ryujin das Gezeitenjuwel klaut. Wird Tama helfen, Kaido zu besiegen? Wobei wir an das wohl größte Thema kommen, wie wird Kaido besiegt? Oda hat in einem Interview gesagt, dass er sich noch einen Weg einfallen lassen muss, denn es wäre etwas dämlich, wenn Ruffy einfach in einem 1v1 kurzum gewinnen würde. Hier gibt es viele Möglichkeiten. Ist er vielleicht durch die Operationsfrucht unsterblich? Kann Law dies rückgängig machen? Ist die Allianz der Strohhüte stark genug, Kaido und Co. zu besiegen? Wird Kaido seinen Alkoholismus vielleicht zum Verhängnis? Oder wird Otama Kaido zähmen mit ihrer Teufelsfrucht? Wird es einen Kampf geben, Law, Ruffy und Kid gegen Kaido, den sie gemeinsam gewinnen werden? Oder wird Big Mom Kaido am Ende besiegen? Oder vielleicht ja doch die Marine?
Wir haben auch noch die Frage offen, auf wen wartet der Schwertschmied Hitetsu? Tatsächlich auch Kinemon und Co.? Oder auf Ruffy? Und er wusste es noch gar nicht. Oder auf jemand völlig anderen, wie zum Beispiel Zoro, dem er ein bestimmtes Schwert anvertrauen kann. Vielleicht wird auch eines von Zoros Schwertern dabei zerbrechen und wenn ja, welches bekommt er? Das Nidaikitetsu, welches momentan im Besitz von Ruffy ist? Oder das Kusanagi-Schwert, welches einer der Nationalschätze Japans ist und laut Folklore im Besitz von Yamato no Orochi? Allgemein werden wir in Wano Kuni auch mehr über Schwerter erfahren. Mehr über Kitetsu und seine Schwerter und vor allem mit den da verbundenen Flüchen. Aber auch im Allgemeinen wird man mehr von den Schwertern sehen, vielleicht auch ein paar hochgradige Schwerter. Und vielleicht wird sich endlich die Frage klären, wieso können Wano Kuni Samurais Feuer zerschneiden oder wieso gibt es eben Schwerter, die auf einmal eine Flammenklinge besitzen. Ein Charakter, an den ich immer noch glaube, dass er auftauchen wird, ist Gecko Moria. Dieser hat noch ein Hühnchen zu rupfen mit Kaido, also muss er, wenn dann in Wano Kuni auftauchen. Wird er ein Verbündeter der Strohbande, sehen wir einen weiteren Nightmare Ruffy, welcher mit einem Schwert umgehen kann. Mit Gecko Moria werden wir vielleicht doch mehr über den Vorfall erfahren, wie er es schaffte, Ryomas Körper zu klauen und auch sein Schwert. Wir werden vielleicht auch ein Flashback sehen, wie Kaido Gecko Moria besiegte. Und da wir gerade beim Thema Ryuma sind, werden wir sicherlich noch etwas zu hören bekommen über seine Geschichte. Wenn man von Ryuma redet, muss man aber auch gleichzeitig über Drachen im Allgemeinen reden. Gibt es in Wano Kuni noch Drachen oder sind sie schon längst alle ausgestorben? Ein weiteres Thema, welches noch aufgebracht wird, sind Kaidos Waffenfabriken. Wie viele hat er? Wohin liefert er all die Waffen und haben seine Waffen was mit dem Liquid Iron Ore zu tun, welches wohl ein besonderes Material sein soll, welches Koala erwähnte? Wird dieses vielleicht in Wano Kuni abgebaut? Und was sind seine Besonderheiten? Könnte dieses Material dafür verantwortlich sein, weshalb man Schwerter aus Wano Kuni anzünden kann? Oder weshalb die Feuer zerschneiden können? Und wenn wir schon von den Samurai reden, dürfen wir natürlich auch die Ninjas nicht vergessen. Sind alle Ninjas klein und dicklich, so wie Raizo und Shinobu? Oder gibt es auch richtige Badass-Ninjas mit Mega-Ninjutsu? Lassen wir uns überraschen. Vielleicht bekommen wir auch mehr mit, was es denn mit den Smile-Früchten auf sich hat. Wie viele gibt es? Wie genau werden sie produziert? Und was ist ihre tatsächliche Kraft? Nur Teilverwandlung oder auch komplett? Da kommt uns dann natürlich auch Momonosuke in den Sinn. Über ihn werden wir mehr erfahren, vielleicht auch mehr zu seinem The Voice of All Things und seiner Teufelsfrucht, falls es wirklich eine ist. Vielleicht wird auch er die ein oder andere Drachenfähigkeit bekommen. Ein großes Ereignis wird auch sein, wenn Big Mom Wano Kuni erreicht. Wird sie sich Kaido anschließen und versuchen, die Strohhüte zu vernichten? Wird sie sich den Strohhüten anschließen, um Kaido zu vernichten und so an seinen Roadponyglyph zu kommen? Oder wird das Ganze ein Triple Threat Fight? Big Mom vs. Kaido vs. Monkey D. Ruffy. Ich bin mir auch immer noch sicher, dass auch die Marine in Wano Kuni auftauchen wird. Akainu hat zwar Kizaru erstmal gestoppt, nach Wano zu gehen, aber wenn nun auch ein zweiter Kaiser dort auftaucht, wird die Marine was unternehmen müssen. Und da es sich hierbei um zwei Kaiser handelt, können sie halt keine No-Name-Marine-Leute dorthin schicken, sondern müssen ihr Powerhouse dort auftreten lassen, à la Admirale oder vielleicht sogar Akainu himself. Das wäre ein guter Ort, um endlich mal sehen zu können, was Green Bull so drauf hat. Außerdem haben wir dann noch Isho, und dieser ist ein Samurai. Hatte vielleicht eine Verbindung zu Oden? War er bei Kaidos Einmarsch in Wano vor Ort? Wir werden sicherlich viel über seine Vergangenheit erfahren und möglicherweise auch den Grund, warum er sich selbst die Augen zerschnitt. Auch haben wir im Moment eine ganze Menge Supernova in Wano. Auch hier werden wir mehr erfahren, was sie die ganze Zeit getrieben haben und vor allem, wie stark sie geworden sind. Was ist mit Apo, Hawkins und X-Drake? Sind sie Kaido gehorsam oder arbeiten einer oder mehrere an einem geheimen Plan, Kaido zu stürzen? Werden sie mit oder gegen die Strohbande kämpfen? Ich glaube ja, dass X-Drake Jacks Position als Desaster eingenommen hat. Apu einfach nur Schiss hatte und sich deshalb Kaido anschloss und Hawkins wirklich daran arbeitet, Kaido zu stürzen. Nur macht er das in Ruhe, je nachdem was seine Karten ihm sagen. Ich denke, er hat mit seinen Karten vielleicht schon damals Kaidos Untergang gesehen, wusste aber noch nicht, wie das passiert.
und jetzt rechnet er 1 und 1 zusammen mit der Ankunft von Ruffy. Kid ist im Moment gefangen, wird aber sicherlich von den Strohhüten befreit und zusammen kämpfen sie dann gegen Kaido. Law, Ruffy, Zoro sind ja eh schon dort. Und wer weiß, vielleicht wird in einem Kampf endlich Killers Maske heruntergerissen. Seltsam ist aber die Tatsache, dass in einem Panel vor Wano Kuni einer aus Kids Bande gesehen wurde zusammen mit Kaidos Leuten. Dies sah aber nicht wie ein Gefangener aus. Vielleicht hat sich der Rest der Kid-Bande Kaido angeschlossen, würde auch erklären, wieso nur Kid im Käfig sitzt. Aber sie haben sie ihm nicht angeschlossen, weil sie Kaido gehorchen wollen, sondern nur um sich zu retten, um einen Plan auszuhacken, wie sie ihren Kapitän befreien können. Und da kommt dann Ruffy und Co. ins Spiel. Auch die Insel Onigashima werden wir demnächst zu Gesicht bekommen. Etwas, was ich mir auch noch überlegt habe, ist die Tatsache, dass in der chinesischen Folklore der Rivale vom Drachen der Tiger ist. Es gibt mehrere Color Spreads von One Piece, auf welchen ein Tiger und ein Drache abgebildet ist. In One Piece hat Isho den Titel der Lila Tiger. Könnte es noch zu einem Kampf zwischen Isho und Kaido kommen? Auch etwas, was ich nicht unerwähnt lassen will, ist die Sache, dass der Palast der Fischmenscheninsel Ryugu Palace einen Drachen wie Kaido auf dem Dach hat. Ebenso hat es zwei Hörner auf dem Dach. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob es zwischen Kaido und den Fischmenschen nicht eine Verbindung gibt. In der Mythologie ist der Ryugu Palace der Palast von Ryujin, dem Drachengott, an den Kaido angelehnt ist. War Kaido vielleicht schon vor Jahrhunderten der Herrscher des Ryugu Palace und die Fischmenschen konnten vielleicht mit Hilfe von Joy Boy diese Terrorherrschaft beenden? Auch spannend wird es sein, ob Marco der Phönix noch in Wano Kuni auftaucht. Er meinte zwar, er könnte nicht weg, aber vielleicht hilft er dennoch. Oder aber etwas passiert mit dem Dorf, sodass er nicht mehr darauf aufpassen muss. Vielleicht zerstört Edward Weevil das Dorf, in dem er Marco findet. Weevil könnte aber auch in Wano Kuni auftauchen. Immerhin sucht er nach Ruffy. Vielleicht gibt es ja einen riesigen Kampf, in dem es nicht nur zwei Seiten gibt. Big Mom vs. Kaido vs. Strohhut Allianz vs. Edward Weevil. Und wer zur Hölle ist diese fucking Lurking Legend, die Oda erwähnte? Wird diese auch noch in Wano Kuni auftauchen? Bei so vielen mächtigen Gegnern wird die Strohhutbande einige neue Power-Ups brauchen. Auch da können wir gespannt sein. Lysop verstärkt vielleicht sein Haki, Nami erlernt Ninjutsu wie von Kinemon geforeshadowed, Brook verbessert seinen Schwertkampf, Franky baut neue Waffen gegen Kaido, wie er schon ankündigte. Vielleicht gibt es auch ein Stare-Off, Franky Shogun vs. Kaido. Robin könnte neue Fähigkeiten erhalten, Chopper in seiner Monsterform aufeinandertreffen mit Kaido wäre einfach nur episch. Vielleicht kriegt er sogar eine Einladung in Kaidos Bande, ganz perplex von einem betrunkenen Kaido. Zoro wird seinen Schwertkampf verbessern und Sanji könnte nun endlich seinen Raid-Suit verwenden. Und Ruffy? Vielleicht wird sein Haki stärker, vielleicht sehen wir aber auch endlich Gear 5. Oder aber Ruffy erweckt seine Gum-Gum-Kraft. Dann gibt es noch ein paar Kleinigkeiten, die interessant werden können. Wird Chopper eine neue Medizin mit den Kirschblüten entdecken? Immerhin sagte sein Ziehvater, dass er bzw. der Bandit in seiner Geschichte geheilt wurde durch Kirschblüten. Wie hoch werden die Kopfgelder nach Wano Kuni sein? Und die wichtigste Sache, welchen Titel wird Lysop nach Wano Kuni haben? Was ist die Steigerung von Gott Lysop? Das sind alles Sachen, die wir in Wano Kuni erwarten können. Falls ich was vergessen habe, schreibt es in die Kommentare und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, zeigt es mir mit einem Daumen oder einem kleinen Abonnement. Hat noch niemandem wehgetan. Und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Video wieder. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und haut rein. Ciao.